Einen wunderschönen guten, ich bin Philipp von Fotomeier und das ist die Nikon Z8. Wir nehmen euch und die Kamera heute mal mit, um ein Shooting zu machen mit dem Model Naomi und ein paar Cinematics. Also kommt mit! Die Nikon Z8 ist im Prinzip eine Z9. Wer die Z9 noch nicht kennt, hier ein paar technische Daten. Sie hat einen 45 Megapixel Vollformat BSI Stacked Sensor. Das bedeutet, wir haben hier eine extrem gute Performance bei wenig Licht und wir haben eine super schnelle Auslesung. Das macht sich bei den Bildern pro Sekunde bemerkbar. 60 Bilder pro Sekunde in RAW. Und wir können mit einer 32.000stel Sekunde belichten. Außerdem in Verbindung mit dem XP7 Prozessor haben wir hier eine der besten Autofokus-Performances auf dem Markt. Mit Motiv-, Gesichts-, Augenerkennung und dem beliebten 3D-Tracking. Außerdem ermöglicht das noch Videoaufnahmen in extrem hoher Qualität bis zu 8K 60p oder 4K 120p in NRAW oder in Apple ProRes RAW in 422:10-Bit. Außerdem haben wir so gut wie gar kein Rolling Shutter mehr durch die hohe Auslesegeschwindigkeit und natürlich haben wir auch N-Log als Farbprofil an Bord. Ganz witzig finde ich ja die Option mit Festbrennweiten einen Zweifachzoom zu machen, ohne Qualitätsverlust. Und für so viel Geschwindigkeit brauchen wir natürlich auch schnelle Speicherkarten. Deswegen haben wir einen CF Express Typ B Slot und einen UHS 2 SD-Karten Slot. Natürlich haben wir auch ein hochauflösendes Display, das nicht nur neigbar ist, sondern auch schwenkbar. Und einen hochauflösenden Sucher mit OLED-Technik. Und was soll ich sagen, die Nikon Z-Reihe hat nun mal die besten Sucher auf dem Markt. Außerdem haben wir an der Seite zwei USB-C-Anschlüsse. Mit dem einen können wir die Kamera nicht nur mit Dauerstrom versorgen, sondern auch gleichzeitig den Akku laden. Das heißt, wenn ich damit arbeite, ist am Ende mein Akku voll und nicht leer. Hier oben haben wir dann noch den HDMI Typ A-Anschluss, mit dem wir auf einen externen Rekorder aufnehmen können und Mikrofon- und Kopfhöreranschluss. Hallo, ich bin Julian von Fotomeier und ich habe das Testshooting mit Naomi gemacht, deshalb gebe ich heute das Fazit und nicht Philipp. Und ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt mal an. Also meine Meinung bisher zu der Kamera ist, sie wird ihren Erwartungen auf jeden Fall gerecht und man kann sehr gut mit ihr arbeiten. Bildqualität und Videoqualität sind auf jeden Fall auf einem guten Level, das Handling war einfach und für mich persönlich war es einfach eine sehr schöne Erfahrung, mit der Kamera zu arbeiten. Das Wichtigste ist aber natürlich, dass euch die Kamera gefällt. Dazu solltet ihr sie einfach mal in die Hand nehmen. Dafür bieten wir euch am 2. und 3.6. Gelegenheit, denn wir haben in unserem Laden am Viktoria-Luise-Platz und am angrenzenden Lette-Verein unsere große Fotomesse, die Schau. Dort gibt es exklusive Angebote, Workshops, ihr könnt euch von unseren Experten direkt vor Ort beraten lassen und auch einfach mal die Kameras testen, um herauszufinden, ob sie was für euch sind. Kommt gerne vorbei. Jetzt bleibt mir schlussendlich nur noch zu sagen, gebt uns gerne ein Like, Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.